Tja, ich weiß gar nicht, wie ich beginnen soll. Also beginne ich einfach mal mit guten Abend und schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen zu einem Abend mit Liedern, die von Kindern erzählen und von ihren Eltern, von ihren Freuden und von ihren Nöten. Eigentlich ein Abend mit ganz persönlichen Liedern, aber ich habe festgestellt, dass die Erlebnisse und Erfahrungen anderer Kinder sich mit denen unserer Kinder decken und die Erlebnisse und Nöte und Qualen und Glücksmomente anderer Eltern genau dieselben sind wie unseren. Und so denke ich, ist das ein Abend, der von allen Kindern und von allen Eltern erzählt. Ich doziere hier herum, obwohl ich eigentlich gar kein gelernter Vater bin. Und das ist, finde ich, eines überhaupt der Dramen im Leben, dass man für alles eine Befähigungslizenz braucht, dass man einen Führerschein braucht. Eine Lehre muss man für alles Mögliche machen, nur für das wirklich Wichtige, das Schwierige im Leben, das Kinder aufziehen, das soll man einfach so können. Das wird als bekannt vorausgesetzt und dann steht man da mit dem Talent. Ich habe bis zu einem gewissen Augenblick in meinem Leben mir überhaupt nicht vorstellen können, jemals Kinder zu haben. Und dann aus heiterem Himmel bekamen wir eins. Wie die viel zitierte Jungfrau bin ich zum Kind gekommen. Und dann konnte ich mir fortan überhaupt nicht mehr vorstellen, mal kein Kind gehabt zu haben. Und ich habe in den vielen schlaflosen Nächten und in den Momenten, wo ich Fläschchen geschüttelt habe und wo ich Windeln gewechselt habe, wo ich ins Bett gelegt habe, wo ich es rausgenommen habe, um es zu trösten, wo ich wieder Windeln gewechselt habe und wo ich Fläschchen geschüttelt habe, mich manches Mal gefragt, was habe ich eigentlich mit der vielen Zeit gemacht, wie habe ich die vertrödelt, diese Zeit, die ich früher irgendwann mal gehabt haben musste. Was habe ich in all den Jahren ohne dich eigentlich gemacht? Als Tage noch tagelang waren, wie habe ich sie rumgebracht? Ohne Spielzeug zu reparieren, ohne den Schreck der Nerven zehrt, ohne mit dir auf allen Vieren durchs Haus zu traben als dein Pferd. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Du machst dich heute in meinem Leben so breit, dass ich vergessen hab. Was hat es eigentlich gegeben damals, als es dich noch nicht gab? Damals glaubte ich alles zu wissen, bis du mir die Gewissheit nahmst. Nie glaubte ich etwas zu vermissen, bis an den Tag, an dem du kamst. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Das Haus fing doch erst an zu leben, seit dein Krakeelen es durchdringt, seit Türen knallen und Flure beben und jemand drin Laterne singt. Früher hab ich alter Banausen, Müll verrückt verstellt gedreht. Ein Haus wird doch erst ein Zuhause, wenn eine Wiege darin steht. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Tiefen und Höhen hab ich ermessen, Ängste und Glück waren reich beschert. Das war ein leises Vorspiel dessen, was ich mit dir erleben werd. Denn du kommst und gibst allen Dingen eine ganz neue Dimension. Und was uns nun die Jahre bringen, mess ich an dir, kleine Person. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Keine ruhige Minute ist seitdem mehr für mich drin. Und es geht so, wie ich vermute, bis ich 100 Jahre bin. Ich glaube, Kinder zu haben ist das größte, das aufregendste und das beglückendste Abenteuer, das wir erleben können. Aber ich glaube auch, dass es ein Abenteuer ist, auf das man sich aus freien Stücken einlassen muss. Und es ist meine Überzeugung, dass weder Staat noch Kirche noch sonst irgendjemand uns da hineinzureden hat. Kinder zu haben ist nämlich der schwerste Beruf, der härteste Job und die größte Herausforderung. Und ich denke, jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er stark genug ist, sie anzunehmen. Es ist meine... Es ist meine Überzeugung, dass jedes Kind das Recht haben muss, herbeigewünscht, herbeigesehnt zu sein. Jedes Kind muss das Recht haben, willkommen zu sein.